Liebe Kinder der Nacht, herzlich willkommen zum 13. Teil unseres Let's Plays zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir sind immer noch den Pestträgern auf der Spur, konnten aber bereits den Club Confession unter unsere Kontrolle bringen, indem wir Venus dabei halfen, die Russenmafia aus ihren Geschäften herauszuhalten. Wir haben mittlerweile eigentlich jetzt nur noch zwei Quests am Start. Einerseits die Pestträgerangelegenheit, habe ich gerade schon berichtet. Und dann natürlich unsere Hauptquest mit der Elizabeth Dane. Ich überlege gerade, was wir jetzt momentan noch alles erledigen könnten. Da will ich mal kurz noch beim Parkplatz beim Empire Arms Hotel vorbeischauen. Da warte ich noch auf die Anwesenheit eines bestimmten Mannes. Mal schauen, ob dieser schon da ist oder ob ich noch ein wenig warten muss. Er ist zumindest jetzt noch nicht hier. Schade. Okay, wow, der Typ hat's drauf. Der Typ hat's richtig drauf. Die Polizei scheint das alles nicht zu interessieren. Richtig. Richtig interessant. Wir schauen noch mal kurz hier vorbei. Wir haben hier nämlich noch ein Krankenhaus, welches verlassen zu sein scheint. Oh, ein verlassenes Krankenhaus. Hier werden bestimmt Geister umgehen. Help me! Help me! It's got them! It's coming for me now! It's coming for me! Ganz ruhig! Was ist hinter ihnen her? Wer sind sie überhaupt? My crew! We were here shooting for my show. I'm a parapsychologist, haunted LA. Oh God, it was right behind me! We've got to get out of here! Was ist hinter ihnen her? Look, I'll level with you. We usually fake these things, you know, ghosts of this. That's all bullshit. We were setting up downstairs and weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Warten Sie, ich schaue mal nach, ob ich sie finden kann. No, don't go down there. We've got to get out. It's coming. It's coming. It's coming. Der Typ scheint wirklich verstört zu sein. Wir schauen uns einfach mal kurz hier um, was hier wohl den armen Mann so verängstigt. Okay, hier scheint wirklich was zu sein. Der Typ bildet es sich nicht nur ein, wir haben es ja gerade auf den Überwachungskameras gesehen. Da wurde ein Mann anscheinend Opfer irgendeiner Gewalttat. Hier ist der Weg blockiert. Man kann leider nicht erkennen, wer die Person angreift. Barrikaden hier. Ach, hier war die Location. Das sehen wir gerade, wo die Frau gerade Morphiumfläschchen eingesammelt. Wo die Frau gerade angegriffen wurde.
Finden wir hier noch irgendwas? Nein, dann gehen wir mal runter. Das Krankenhaus ist wirklich im schlechten Zustand. War da noch wer? Nee. Wir haben nur jemanden gehört, aber richtig sehen konnten wir niemanden. Okay. Noch ein Morphiumfläschchen. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Ey, was ist bei dir los? Boah, heftig. Waffen nicht erlaubt. Was für ein Mist aber auch. Oh, wen haben wir da? Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Was bist du? Drinking blood to sustain your death. You are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Du musst menschliches Fleisch essen? We drink blood. I eat flesh. Kine eat food. But kine think us a monster. Without remorse, they would burn our body twice over to be certain we were destroyed. What is unnatural for some is vital for others. Okay, aber wer bist du? Wie heißt du? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Oh, 230 Jahre, die ist wirklich sehr, sehr alt. Warum lebst du in einem Abrisshaus? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kine upstairs must be sent down here. He has seen too much. Wirst du ihn verspeisen? Eventually. Er wird niemals hier herunterkommen. Er macht sich vor Angst in die Hosen. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Wenn es denn sein muss, ich werde mich gleich darum kümmern. Das ist wirklich sehr interessant. Vor allem, sie hat sehr krasse, leuchtende Augen. Das Schöne ist, ihr habt ja gesehen, wir mussten hier einen großen Weg machen, um hier runterzukommen in den Keller. Es gibt aber eine kleine Abkürzung. Die uns quasi hier in den ersten Raum wieder führt, wo eigentlich der Mann hätte warten sollen. Okay, er ist nicht mehr da, aber er hat anscheinend was verloren, eine Visitenkarte. Der Reporter Milligan, den Pisha runtergeschickt haben will, ist weg. Aber sie haben seine Visitenkarte. Anscheinend wohnt er in den Skyline Apartments. Okay.
Da läuft der Typ wieder rum, der die Gang hier verprügelt hat. Ach ja, und da wartet der Typ mit der Pistole schon. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen erstmal kurz die Quest um die Elizabeth Day. Need a ride. Lovely evening. Damit wir da jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Weil diese Quest wird uns dann auch weitere Locations öffnen. Mir ist doch richtig, dass wir... Okay, am Strand von Santa Monica wartet ein Boot auf uns. Okay. Was interessant ist, die Polizei ist hier mittlerweile weg. Das heißt, der Tatort ist anscheinend freigegeben wieder. Ach, guck mal einer an. Den sprechen wir gleich an. Ich will mir mal ganz kurz den Tatort nochmal anschauen. Das ist wirklich so, die Absperrung ist weg und wir können uns den kompletten Pier jetzt mal anschauen. Das ist übrigens auch für mich relativ neu. Ich habe davon schon gelesen, dass diese unofficial Patch den Pier jetzt hier öffnet. Aber selbst war ich hier bisher noch nie. Wir sehen hier mehrere... Also für mich sieht das aus wie Ölbohrplattformen. Das wäre auch mal sehr interessant, auf eine dieser Ölbohrplattformen zu kommen. Ich weiß, das ist jetzt erstmal nur ein Abbild hier hinten. Ich glaube nicht, dass es dafür einen speziellen Level hier gibt. Wäre halt aber nur schon schön gewesen, wenn man das vielleicht mal auf die eine oder andere Weise planen würde. Hier oben sehen wir das Strandhaus von der Gang, die Mercurio das Astrolite gestohlen hat. Ach Leute, wie sehr würde ich mir jetzt einen Nachfolger dieses Spiels wünschen, einen zweiten Teil oder einen spirituellen Nachfolger, der so in die gleiche Bresche schlägt. Mit den heutigen Möglichkeiten, was wir grafisch alles machen könnten, stellt euch das doch mal vor, wie das so wäre im Stil seines GTA 5 oder Assassin's Creed Odyssey, von den Grafiken her meine ich, und den Möglichkeiten, die Häuser zu betreten und so weiter, das wäre doch einfach genial. Manchmal ist es echt bedauerlich, dass solche Spiele halt zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind, wo die Grafik noch nicht auf dieser Höhe war. Aber das kann man ja immer sagen. Ich sag mal, selbst wenn das Spiel heute rauskommen würde, würden wir in 20 Jahren sagen, Mann, warum ist das damals rausgekommen? Wir haben doch heute viel bessere Grafik. Aber ich finde, ey, es wird nun langsam so langsam Zeit, dass jetzt endlich ein weiteres World of Darkness Spiel kommt im Vampire-Universum. You, hey, what can I say? You preserve my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Du siehst aus, als ginge es dir besser, Mercurio. I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Helped close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Für diesen kleinen Trip brauche ich ein paar Sachen. Zeig mir mal, was du so hast, Mercurio. Na toll. 38er Munition und Glock 9mm Patrone. Inklusive Magazin. Nein, nicht wirklich. Anything I can do for you tonight? Ich brauche ein paar Infos. Concerning? Waffen. Specifically,
Ein Sturmschrotgewehr wäre vielleicht mal nett. What you want is a Spaz 15. I got a connection for those, but I haven't seen him in a while. I think he's in Mexico. As soon as he gets back, I'll have a few of them. Putting together a dragon's breath, too. Sort of. Spitz WP rounds. Few nights work. Okay, das hört sich gut an. Besonders der Drachenatem. Diese Drachenatem-Munition ist was ganz Besonderes. Und zwar, ich kenne die genaue Zusammensetzung des Pulvers nicht. Ob da Magnesium mit drin ist oder Zirconium, irgendwie sowas in der Art. Das verschießt, wenn man so will, einen Feuerstrahl aus dem Schrotgewehr. Das ist eine sehr interessante Waffe. Ihr müsst dabei, wenn ihr weitere Infos haben wollt, mal auf YouTube unter Dragon's Breath Ammunition gucken. Da gibt es echt ein paar sehr interessante Videos zu. Ich komme wieder, wenn du was für mich hast. So, dann wollen wir mal zum Boot gehen. Zum Schlauchboot. Ja, wir sind jetzt bei der Elizabeth Dane. War Mackerel. Ob das irgendwas mit Makrele, Kriegsmakrele zu tun hat? Yo, Pally, over here. Sprechen wir mit dem Polizisten. Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson, if he plans on making editor-in-chief, he's got to start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Er hat nicht gesagt, dass Formalitäten so wichtig sind. Jeez, what kind of Woodstein don't think to at least show dressed up like an investigator, a Coast Guard guy, something? I mean, didn't you ever see Fletch? What, are they just handing out those diplomas nowadays? Das reicht. Wir müssen uns sputen. Wollen wir nicht, wenn wir nicht geschnappt werden wollen. Alright, look. I got you a copy of the initial report. And I can get you into the cabin. But you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Das ist mir schon klar. Okay. Wo muss ich hin? Hold up a sec. Heinz to Marsh. Heinz to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Verstanden. Head down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving and don't let him see you. I'll give you a couple of minutes, but don't dilly-dally. In and out, okay? Verstanden. Don't forget to stay out of sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse. Lighthouse. All one word. You getting all this? Ja, alles kapiert. Now get a move on. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. Okay. Heinz to Jacobson. Anderson. Heinz to Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. I just saw a baleen whale. Yeah? Okay, hier ist sehr viel Blut, wie wir sehen können. Also irgendwas scheint mit der Mannschaft hier passiert zu sein. Hier auch. Da steht ein Kopf, da wollen wir nicht lang. Hier wollen wir rein. Berichte. Wetter. Okay, nichts von Bedeutung. Status. Motoren aus, Kameras aus, Riegel gesperrt. Okay, das wollen wir nicht. Gehen wir erstmal auf Technik. Leuchtturm.
Wir wollen die Türen öffnen. Und die Kameras einschalten. So, und wir wollen dann aufs Logbuch. Leuchtturm. Falsches Passwort? Wieso falsches Passwort? Mal gucken. Oh crap. Schwierigkeit 6. Das ist schon heftig. Naja, ist nicht so wichtig an der Stelle. Wir müssen hier auf der Elizabeth Dane Folgendes erledigen. Wir müssen den Sarkophag begutachten. Das heißt, ihn uns anschauen. Wir müssen herausfinden, was die Polizei weiß. Den Polizeibericht haben wir schon von dem Cop bekommen, der uns dort gleich an der Reling begrüßt hat. Und wir brauchen das Frachtregister des Schiffs. Und wir sollen vor allem nicht Amok laufen. Also keinen Polizisten etc. umbringen. Das Begutachten des Sarkophags finden wir, oder können wir mit Hilfe dieser Kameras hier machen. So, da haben wir den Sarkophag gesehen. Man sieht, der Sarkophag oder der Frachtcontainer, der diesen Sarkophag beinhaltet, scheint geöffnet zu sein. Hier überall Blut. Ich will mal kurz was schauen. Computer hacken setzt sich zusammen auch aus Geistesschärfe. Da müssen wir demnächst unbedingt auch ein bisschen investieren. Also hilft mir sowieso an der Stelle nicht. Also ich kann das Logbuch jetzt nicht lesen, weil ich nicht genug Punkte habe. Ich bräuchte 14 Punkte, um das auf 6 zu steigern. Hilft leider nicht. Was ich aber brauche, ist jetzt noch das Schiffsmanifest. Na, Tür geh auf. So, wir haben jetzt eigentlich alles. Nochmal prüfen. Sie haben Ihre Aufgaben an Bord der Elizabeth Dane erfolgreich abgeschlossen. Erstatten Sie dem Prinzen Bericht. Das machen wir gleich. Kann uns der Cop noch irgendwas sagen? You waiting for your chauffeur to pull around the dinghy? Okay. So. Zurück nach Santa Monica. Ja. Jetzt können wir zurück nach Downtown und dem Prinzen Bericht erstatten, was wir denn so gesehen haben zu diesem Sarkophag. Hab ihn. Okay, los geht's.
Oh, schaut mal, wen wir hier haben. Kennt ihr die noch? Das ist das Mädchen, was wir in der Klinik von Santa Monica mit unserem Blut gerettet haben. Sie war dort nämlich dabei zu sterben und unser Blut hat sie geheilt. Und ich habe halt vermutet, da wir ihr unser Blut gegeben haben, werden wir sie zu unserem Ghoul gemacht haben. Hey, I know this might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. Oh, I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not weirding you out or anything, am I? Das ist in diesen Nächten schwierig. Du siehst aber schon viel besser aus. Das freut mich wirklich. Only because of you. What you did for me. Here, I got you this. I thought you might be able to use it. It can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Natürlich, Heather. Es wäre mir eine Freude, wenn du bei mir bleiben würdest. Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money, I'll get you things, everything. I want to be important to you. Warte auf mich in meiner Wohnung. Du kannst nicht hinter mir herlaufen. Das ist zu gefährlich. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Meine liebe Heather, was würde ich nur ohne dich tun? Ich sehe dich dann später. Jetzt erstatten wir mal dem Prinzen Meldung. Das heißt, wir dürfen unseren Freund Chunk wieder ansprechen. Evening, Chief. You back to see Mr. LaCroix again? Ja, das haben Sie klar erkannt. Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... Ah, that's his business. Hmm, na, wie läuft's, Chunk? Ah, you know, I'm keeping the undesirables out and the innocent safe and secure. I'm the thin blue line that separates the crazies from the hard-working decent folks. Yep, as long as I'm around, Mr. LaCroix's got nothing to worry about. Oh, du bist anscheinend die Person, die Mr. LaCroix das Leben rettet, wenn er oder wenn Chunk hier seine Arbeit ausgezeichnet macht. Boah, das ist beeindruckend. Er weiß das sicher zu würdigen, Chunk. Bis dann. Chunk ist ein wenig einfältig. Okay. I've said all I need to for now. Strauss ist auch da. Ich vermute mal, dass das die Erstgeborenen sind. Okay. I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. Jeder an Bord wurde massakriert. Es gab keine Überlebenden. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Der ganze Boden war voller Blut. Handabdrücke zeigen an, dass er von innen geöffnet wurde. Opened? Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Ja, wer waren sie? Those were the Primogen, this city's clan elders. A worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin. Which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand, each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us.
Natürlich. Ist das alles, mein Prinz? Yes, for the moment. You know, your demeanor thus far bears similar characteristics to those that rise to the top of this organization. Stay that course. Vielen Dank, Sir. Und jetzt zu Grout? Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian Primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor ich mich auf den Weg mache. I suppose I can spare a few seconds. Ich habe ein paar Fragen über etwas anderes. Which is? Der Sabbat. Every night you wake up, be thankful you were not sired by one of their kind. Or you would have woken under the ground, forced to claw your way up from the dirt into a brief, bloody, violent existence. Savages, bloodthirsty, irresponsible heathens. Okay. Ich bin bereit für ein... Nee, andersrum. Ich habe eine Frage über etwas anderes. Nochmal kurz gucken. Which is... Die Camarilla. In this age of information, videotape and weapons of mass destruction, the Camarilla is more necessary than it has ever been. The alternative to thorough secrecy these days is extinction. As long as we exist... So shall kindred society. Ich bin bereit für ein Treffen mit Grout. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Wiedersehen. Ja, wir sind tatsächlich immer noch hier. Einer der Laufburschen von LaCroix. Ich denke, daran wird sich auch die nächste Zeit erst einmal nichts ändern. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 2600. Okay. Ich werde mir jetzt mal die neue Kleidung besorgen. My man, what is up? Ich muss mal ein bisschen shoppen, Larry. Ich brauche nämlich die schwere Kleidung. Ihr seht, der Preis ist schon deutlich runtergegangen. Vorher lag er, glaube ich, bei 348. Jetzt sparen wir schon um die $56. Werden wir auch gleich mal anlegen. Jetzt könnt ihr sehen, wir haben diese neue Kleidung halt an. Was mir gerade noch einfällt. Ich würde gerne noch ein bisschen was verkaufen. Yo, 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 I got dinosaur eggs. We don't know what kind. Buy them and hatch them. Check it out, step right up. Yo, man, got a Galapagos turtle. This week only. Was mir gerade einfällt, wir müssten eigentlich in unserer Zuflucht auch mal nachschauen, was unsere E-Mails eigentlich die ganze Zeit machen. Good evening to you. Going somewhere?
Das machen wir nochmal schnell, bevor wir die Folge beenden. Nicht heute, Süße. Okay, nichts im Briefkasten. Jupp, Heather wartet wie versprochen zu Hause. E-Mail. Erster Zug. Von einem Freund. Der weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Gefallen zurückgezahlt. Komm mal von Mercurio. Komm mal bei Gelegenheit in meinem Apartment vorbei. Ich habe da was für dich. Okay. Nicht an die Butter. Oh mein Gott, nein, das ist Spam. Das lese ich jetzt nicht vor. Quit. Schauen wir uns mal Heather an. I'm so glad you're back. I've been waiting here just like you asked. Your place is nice. Ja, nicht das, was du wahrscheinlich gewohnt bist, also deutlich heruntergekommen. Ich habe sie nicht eingerichtet. Is there something I can do for you? Anything. Just ask. Es gibt da etwas, das du wissen solltest, bevor wir weiterreden. Oh. Are you married? Is that why you don't want me around? Nein, du hast wegen meines Bluts überlebt. Ich bin ein Vampir. Du bist an mich gebunden. What? You're joking, right? That's like slang for something like catcher or some fetish term, right? Not like a blah, blah, vampire, right? Ich fürchte nicht. Mein Blut hat sich mit deinem eigenen verbunden. Man nennt jemanden wie dich einen Ghoul. No. No, there's no such thing. You're... This isn't funny anymore. Mach dir keine Sorgen, mein süßes Schmusetier. Ich werde dich beschützen. Durch mich wirst du dich ganz unglaublich fühlen. You will. I do love you so much. Whatever you are. I don't care. I just want to be with you. Ja, du solltest wissen, dass ich dich immer lieben werde. Ich teile mein Blut nur mit dir, liebste Heather. What can I do to show my appreciation? Erzähle mir ein bisschen über dich. Me? I'm not so special, you know? I go to college. I'm majoring in fashion design. I think I'm pretty creative. I just started school. A year late, because my parents died. Car crash. I didn't really have anyone special in my life until you came along. Wie traurig. Wie traurig. Keine Angst, ich bin jetzt für dich da, liebste Heather. Was dein Outfit betrifft, das änderst du besser. Okay. Wenn ich wiederkomme, erwartet mich hoffentlich eine angenehme Überraschung. Nein, leider keine Blutbeutel. Es geht jetzt nochmal schnell zurück nach Downtown und dann beenden wir die Folge für heute. Ich vermisse noch so ein paar Questgeber. Ich hoffe, die tauchen noch auf. Where to?
Ihr habt ja gemerkt, das Spiel hat ab und zu so eine Ruckler, dass es sich kurz aufhängt. Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt oder an meinem neuen System, was noch ein bisschen vielleicht zu neu ist. Ich habe mir ja jetzt so einen Core i9-9900K geholt und auch ein Z390 Board und kann sein, dass das noch nicht so optimal miteinander harmoniert. Müsste ich vielleicht nochmal ein BIOS-Update machen. Ja, wie gesagt, wir beenden die Folge jetzt. Vielen herzlichen Dank für euer Zusehen. Schreibt mir Kommentare, Feedback und Anregungen gerne hier bei YouTube rein. Ansonsten sehen wir uns dann morgen mit der nächsten Folge. Also euch allen noch einen schönen Abend. Bis denn!